uns in unserem Dienst ist das Reden Gottes, das prophetische Reden Gottes über das, was in Zukunft auf uns zukommt, als Christenheit in Europa oder insbesondere natürlich in den deutschsprachigen Ländern, sehr wichtig. Wir beschäftigen uns intensiv damit und immer wieder gibt es Bilder und Visionen, prophetische Worte, wo davon gesprochen wird, dass es wie eine Welle ist oder wie ein Tsunami oder auch mehrere Wellen hintereinander. Ich hatte vor einiger Zeit in einer Gebetszeit einen wirklich eindrücklichen, ein eindrückliches Bild, was mich auch ein bisschen aufgewühlt hat. Und zwar war das folgendermaßen. Ich sah plötzlich in den Wolken einen gigantischen Torbogen, sehr groß, sehr hoch, 150 Meter vielleicht groß. Und er stand da in den Wolken und da waren keine Torflügel, da war keine Mauer rechts und links, gar nichts, da war einfach nur dieser Bogen. Und hinter dem Bogen konnte ich sehen, war Wasser, ein See. Es war nicht abzusehen, wie groß das war, es ging bis zum Horizont, vielleicht war es sogar ein Meer, aber es war spiegelglatt. Und plötzlich bewegte ich mich im Geist durch das Tor hindurch in den Luftbereich oberhalb von diesem Wasser. Und es stieg höher und höher und ich konnte das überhaupt nicht übersehen. Es war kein Ufer zu sehen. Es war gigantisch, es war riesig. Und erst als ich kaum noch das Tor erkennen konnte, sah ich also diesen riesigen See tatsächlich da unter mir liegen. Er war kreisrund. Kreisrund. Und plötzlich höre ich eine Stimme vom Heiligen Geist und er sagt, das ist eine Träne Gottes über Deutschland. Das ist eine Träne Gottes über Deutschland. Das hat mich ergriffen und ich wusste nicht, wie soll man damit umgehen, was soll man damit machen. Und plötzlich bemerkte ich, dass von dem Ufer, was diesem Tor genau gegenüber lag, ein Wind aufkam, der Wind des Geistes. Und er bewegte das Wasser und es baute sich immer mehr eine gigantisch große Welle auf. Eine sehr große Welle, die über diesen ganzen See zog. Langsam, aber völlig unaufhaltsam und kontinuierlich. Und sie näherte sich immer mehr diesem Torbogen, der wie ein Ausfluss war. Und die Welle war so gigantisch, dass sie fast höher war als das Tor und durch dieses Torbogen hindurch donnerte. Wie ein gigantischer Wasserstrahl. Und ich empfand im Geist, dass es das freigesetzte Wirken Gottes ist, was durch dieses Portal in unsere Nationen kommt. Ich war sehr bewegt davon und habe mich gefreut, dass dieses Wasser, eine Träne Gottes für Deutschland, diese Auswirkung hat. Dass Gott einfach seine Gnade über unser Land ausgießt. Und plötzlich befand ich mich wieder in dieser oberen Position und dann sah ich, dass eine weitere Welle kam. Und diesmal war sie noch viel, viel, viel stärker. Das ganze Wasser des Sees war in Aufruhr und eine gigantische Welle bewegte sich wieder Richtung diesem Tor zu. Wir glauben, dass die Dinge in unseren Nationen sich dramatisch verändern werden durch das Eingreifen Gottes, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, die uns verheißen ist, durch das, was Gott immer und immer und immer wieder uns verheißen hat in prophetischen Worten. Wir glauben, dass der Ist-Zustand sich dramatisch verändern wird, weil der Herr eingreifen wird und weil er das tun wird, was er durch den Mund seiner Knechte, der Propheten, uns zugesagt hat. Nimm es an für dich, indem du sagst, ich glaube, dass Gott unsere Nation verändern wird. Ich glaube für ein gewaltiges Eingreifen Gottes. Die Dinge werden nicht so bleiben. Sie werden nicht so bleiben in der Gesellschaft, sie werden nicht so bleiben in der Wirtschaft, sie werden nicht so bleiben in den Gemeinden und sie werden auch nicht so bleiben in deinem Leben. Dinge verändern sich, denn Gott greift ein. Gott greift ein.